Dieser Wernicke war ein großer Mensch, muss man ja sagen. Alan Turing war einer der größten Mathematiker und maßgeblich für die mathematischen Grundlagen für die digitalen Systeme und Computerbereich. Gut, ja, sehr engagiert dabei. Hat aber Selbstmord begangen wegen seiner Homosexualität. Und in Los Alamos wurde die erste Atombombe entwickelt, das Manhattan Project. Und hier ist natürlich Sackgasse. Ich muss die Treppe hoch, oder? Oh, wie ich einfach alles versuche, hier nur nicht weiterspielen zu müssen. Boah. Also hier ist den Entwicklern ein Meisterwerk gelungen. Der angsteinflößenden Horrorszenerie wirklich grausam. Und es gibt einfach nichts an diesem Spiel, was nicht ekelhaft, widerwärtig oder gemein wäre. Oh shit. Oh fuck! Warum haust du mich? Alter, wie soll ich da vorbeikommen? Oh, scheiße. Ich muss hier vorbei, ich muss hier vorbei. Alter. Ah, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, warum tue ich mir das an? Und toll, was ist... Oh, hier ist... Du lebst auch noch. Du springst mir doch gleich ins Gesicht. Das... Hau ab. Was ist denn hier überhaupt passiert? Warum ist denn alles so vollständig zerstört? Sieht aus, als ob irgendwas massiv in die Luft geflogen wäre. Na toll. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch irgendwas finde. Hier ist nichts, okay. So sparsam mit der Batterie umgehen, wie es nur irgendwie möglich ist, ey. Da. Batterie. Sehr gut. Vielen lieben Dank, liebe Entwickler, an dieser Stelle für das gnädige Geschenk einer Batterie. Ich hätte nie gedacht, dass mich über so eine AA-Batterie so freuen würde. Augen zu und durch. Wallrider ist dieser Fette, ne? Sind das hier die Duschen? Zum Verstecken. Hier ist ein Spind. Das ist schon mal gut. Hier ist abgeschlossen. Okay, ich muss auf die andere Seite. Ganz klar. Aber der Spind lässt nichts Gutes verheißen. Oh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was ist das für ein komisches Zeichen? Wieder was zum Lesen. Notizen. Ich habe einiges. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, dem großen Tell, der so gerne die Köpfe von Leuten abrisst, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder ein Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch einfach langsam verrückt. Ja. In der Folge, die uns abhanden gekommen ist, haben wir auf einer Überwachungskamera eine Sequenz gesehen, wo Spezialeinheitsleuten von einer schier unsichtbaren Präsenz in einem Raum in Stücke gerissen wurden und durch den Raum geworfen wurde. Und überall ist hier Wallrider. Das ist die Dusche. Oh Leute, ich habe so ein mieses Gefühl. Eigentlich habe ich ein konstant mieses Gefühl. Das nimmt überhaupt gar kein Ende hier. Das ist ein Hort von miesen Gefühlen. Eigentlich gibt es hier nichts Schönes an diesem Spiel. Außer, dass es schon schön gruselig ist. Oh, ist das schrecklich. Oh, ist das so. Ich koste gerade jetzt den letzten Ritzen, genau, letztes bisschen Batterie aus. Okay. Wie so schön den ganzen Tag. Stell dir mal vor, ich wäre in dieser Situation. Ich wäre so ein Reporter und wäre in dieser Hölle gefangen. Ich würde wahnsinnig werden.
Sie haben etwas im Berg gefunden, den Berg, in dem ich mich gerade bewege? Oh shit. Wir sind in der Kanalisation. Oh verdammt. Immer schön, immer nur ganz wenig Licht vergeuden. Ah, shit. Und diese Ecke kenne ich von einem Screenshot. Nein, von einem Wallpaper von... Ich sehe einen Schatten. Oh Gott, das ist das Leibchen, was da im Wind hängt. Ich glaube, der Fette kommt auch hier runter. Auf dem Wallpaper ist auf jeden Fall der Fette hier zu sehen, der uns einen sucht in dieser Hölle. Okay, ich gehe auf die andere Seite mal gucken. Hier ist nichts, 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 alles leer, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was soll das hier sein? Soll das hier, um den Müll abzuhalten? Können wir irgendwas erkennen? Nein, es sind Dokumente, die kann man nicht lesen. Schade. Ich würde gerne noch mehr über diesen wunderbaren, wunderschönen Ort erkennen. Diesen Urlaubsort. Wo ist das Prospekt? Ich will gleich einchecken. Ist das Licht oder ist es mittlerweile Tag geworden? Sind wir die ganze Nacht schon hier? Oh, scheiße. Hau ab, Junge. Hau ab. Bleib liegen. Nein. Oh nein, Leute. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh nein. Hau ab. Du brauchst mir gar nicht hinterherkommen. Ich weiß genau, was sag ich. Ich kenne euch doch. Wovor habe ich jetzt schon wieder Angst? Ich meine, ich würde konstant Angst haben, aber warum jetzt gerade wieder das Schlottern? Ist das Kacke? Oh, scheiße. Ne, der ist nicht in dem Rohr drin, oder? Oh, bitte nicht. Alter, hier ist jemand von dieser Leiter zerfetzt worden, oder? Ach, dann lesen wir halt wunderschön die E-Mail. Mit Bleistift auf der Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Geschrieben, Handschrift gleicht Schriftstück des Patienten Vater, Martin Arkenbord. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Das ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größten Sünden dieser Welt bestehen darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Der gute Priester ist immer noch mit von der Partie. Hat sich angeschlossen, der Meute. Der Stimmung hat sich angeschlossen. Meinte auch mal ein bisschen mit verrückt zu spielen. Nein, ich habe die Batterie gewechselt. Oh, ich bin auf R gekommen. Oh, damit haben wir so viel gespart und jetzt haben wir unsere ganze Erspartes wieder kaputt gemacht. Jetzt muss ich doppelt so hart sparen. Scheiße, ich weiß, da sind wir rausgekrochen, da sind wir lang gegangen. Ich muss mich hier durchzwingen. Oh, ich hasse das. Immer hier. Bekommt man immer auf den Sack, wenn man hier durchklettert. Ist immer so. Bist du rausgezerrt oder fertig gemacht? Oh Gott, hör doch mal auf! Weißt du, warum müssen die Missionsziele mit so einem Knall in den Bildschirm raten? Das ist ja voll unnötig. Okay, Gefängnis-Abwasserkanäle. Und Frauenhof-Abwasserkanäle. Oh, das Fraunhofer-Institut hier. Ja, ja. Sollte ich jetzt... Ist das Wasser? Da ist Wasser drin, ne? Ja. Da werde ich wohl nicht rein können. Mit der Kamera möchte ich nicht... Oh, scheiße. Hat mich gesehen? Alter, wo... Geh doch da durch! Alter, mein Spiel hängt! Alter, what the fuck?
Wow. Da kommt es irgendwie von da hinten oder so, ne? Oder wartet er auf mich? Kennt er sich unten aus? Alter, wie soll ich denn da wegkommen? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo, 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 wo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße. Oh fuck. Der ist viel zu schnell, Alter. Quetsch dich durch, quetsch dich durch, quetsch dich durch, quetsch dich durch. Da ist er, da ist er, da ist er. Hat schon wieder umgedreht, der Sack. Wie soll ich denn da wegkommen, Leute? Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist das Problem. Ah, die Rohre, gelb und das andere. Ich muss den gelben Rohren folgen. Female Drain. Da hinten und dann links, aber da ist der Typ drinnen. Hat er mich gesehen, hat er mich gesehen. Okay, 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 cool, 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 cool. Alter, das klingt so nah, das klingt so nah, das klingt so nah. Alter, wollte mich da rauszehren, ich glaub's ja nicht. Der geht's nicht kaputt, der geht's Gott sei Dank nicht kaputt. Der geht immer in das gleiche Rohr und das Rohr muss ich rein. Oh, Scheiße. Okay. Geh ruhig da rein, alter Riese. Verrückter, böser Mann. Jetzt bleibt er stehen, guckt sich um und geht wieder zurück, ne? Ich hätte jetzt müsste ich ein... Ja, er geht weiter. Da ist ein kleiner Durchgang, sehr geil. Da komme ich. Ich glaube, da muss ich eh durch. Ich muss den gelben Rohren folgen. Boah, jetzt die Verfolgungsjagd durch die Kanalisation, ey. Wie bösartig und grausam. Da rein. Ich muss hier durch. Okay. Die Dinger sind richtig Gold wert. Ich weiß zwar nicht, was das hier sein soll, warum die hier sind, aber die sind Gold wert. Okay, und damit kann ich das Wasser ablassen. Ist hier irgendwas zu finden? Nein. So weit, so gut. Das lief ja schon mal gar nicht so richtig kacke. Boah, Leute, ich muss jetzt hören, ob der Tricksack in der Nähe ist. Der ist so gewaltig und bösartig. Wo, wo, wo? Oh. Alter, krass. Und ich locke immer noch direkt unter ihm. Der Typ hat echt einen Narren an uns gefressen. Der geht natürlich genau dahin, wo wir hinwollen. Der kann mich jetzt eigentlich wunderbar sehen. Aber er passt eh nicht hier rein. Das ist das Gute. Wenn man so gewaltig groß ist, dann passt man zum Glück nicht in diese kleinen Löcher.
Eigentlich ist es gut, wenn ich weiß, wo er ist, weil dann kann er mich nicht überraschen. Geht wieder hinten in seine Ecke rein. Hier war doch irgendwo, ein Tunnel, oder? Klar war hier ein Tunnel, ich bin mir ziemlich sicher. Der muss doch irgendwie hier gewesen sein. Alter, hier war noch ein Tunnel, Leute. Könnt mich doch nicht veräppeln. Er kommt zurück. Ich muss hier wieder rein, Oh, ich will hier weg. Jetzt sieht er mich direkt. Oh, aber es ist realistisch. Er kann mich zwar sehen, aber... Er weiß, dass er hier nicht reinkommt. Ganz so blöd ist er ja nicht. Du passt ja wohl nicht hier durch, oder? Nein, das kannst du mir nicht sagen. Wenigstens hat er diese riesige Kette bei sich, damit man den auf 10 Kilometer hören kann. Oh shit, oh shit, oh shit. Geh weiter, Junge, geh weiter. Nicht stehen bleiben. Bin jetzt hier runter. Was? Ich muss zwei Ventile aufmachen. Und jetzt muss ich das Prison Drain öffnen. Oh shit. War ja klar, wie immer. Aber hier hinten ist wieder meine Rettungszone. Oh, hier kenne ich mich nicht aus. Oh, da ist nichts zu verstecken. Oh mein Gott. Spinn zum Verstecken. Bitte lass hier irgendeine Batterie liegen. Irgendeine Batterie. Na gut, ich drehe das Ding auch noch aus. Ich habe das Gefühl, dass er gleich direkt hinter mir steht, Leute. War klar. Das war so klar. Oh, scheiße. Jetzt kommt jetzt alles oder links. Alles oder nichts. Oh, bitte, 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 bitte lass uns jetzt... Er hat mich nicht gesehen. Also, das ist jetzt... Oh, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh shit, er schmeißt mich! Ich komm nicht, steh doch auf! Wo ist die scheiß Tür? Lauf, 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 lauf! Fuck! Beeil dich! Oh Gott, mir geht's so dreckig! Er ist direkt hinter mir! Quetsch dich durch, quetsch dich durch, quetsch dich! Jetzt, nein, nicht lecken, nicht lecken! Jetzt haben wir's! Vor allen Dingen, woher wusste er, dass wir da drinnen waren? Das ist ja noch viel. Er hat mich ja noch nicht mal gesehen. Er wusste nicht mal, dass ich in dem Raum drinnen war. Oh, shit. Runter, 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 runter. Nichts wie weg hier. Heidewitzka. Ja, dieses Spiel macht alt. Also danach kann ich eigentlich gleich meine Rente... beantragen. Und man kann mich nämlich... Ich bin dann auch so eine Hülle. Ich bevor du hast ja keine Batterie mehr, dann hast du komplett verloren. Ich habe noch 3 Stück, ey. Wir halten uns gut. Sackgasse? Ernsthaft? Ich habe die ganzen... Nee, doch nie. Ich dachte schon, ich hätte die ganzen Strapazen auf mich genommen. Warum hängen hier überall Leute an den Rohren? War das Wallrider?
YouTube ist für mich ein Hobby und das Einzige, was ich für den Erfolg des Kanals tun kann, ist so gute Videos für euch zu produzieren, wie ich kann. Aber du hast die Möglichkeit, mir wirklich zu helfen. YouTube funktioniert nur durch Weiterempfehlung. Von alleine findet niemand diesen Kanal. Oben links kannst du das Video auf Facebook teilen. Unten gelangst du zu meiner Facebook-Seite. Dort findest du Abstimmung und Diskussion. Vielen lieben Dank. Express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast mind, a feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say.